Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Es gab einen Vortrag in Sonneberg, in dem Astronomiemuseum und der Sternwarte über Gravitationswellen. Wieder mal Gravitationswellen. Gehalten wird der Vortrag von dem Professor Dr. Thomas Boller vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Er ist Röntgenastronom und Experte für schwarze Löcher und aktive Galaxienkerne, also genau der richtige Mann für diesen Vortrag. Viel Spaß! Ja, ich möchte Sie heute gerne einladen zu einem Vortrag, was wissen wir wirklich über Gravitationswellen? Und ich habe diesen Vortrag in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil als Einführung muss ich Ihnen was erzählen über die Entwicklung des Universums, und zwar über die Entwicklung des Universums, wie man es sieht mit unserem bloßen Auge oder mit Satelliten im Röntgen-Gamma-Bereich oder im Infrarotbereich, also alles das, was wir über elektromagnetische Strahlung aus dem Kosmos erfahren. Das haben wir getan seit Jahrmillionen, nur elektromagnetische Strahlung. Und erst seit 2015 sind Gravitationswellen zum ersten Mal detektiert worden. Und deswegen im zweiten Teil, nach dieser kurzen Einführung, werde ich zum Hauptvortrag kommen, was wissen wir wirklich über Gravitationswellen. Teil 1, die Entwicklung des Universums. Das ist ein Bild, wie wir es sehen, mithilfe der elektromagnetischen Strahlung. Vor 13,7 Milliarden Jahren gab es den Urknall. Kein Mensch auf dieser Welt kann Ihnen erklären, warum es einen Urknall gibt. Aber es gab einen. Und dann dehnt sich das Universum nach 10 hoch minus 30 Sekunden ganz plötzlich auf, von Atom auf Kirschkerngröße. Es wird plötzlich ganz groß. Das nennt man die inflationäre Phase des Universums. Es wird groß und wird dann auch immer größer mit der Zeit. Was wichtig ist, wo ich kurz darauf eingehen werde, 400.000 Jahre nach dem Urknall, sehen Sie diesen Farbteppich hier. Da ist das Universum auf etwa von 10 hoch 32 Kelvin auf 3000 Kelvin abgekühlt. Dann können sich die ersten Atome bilden. Dann bildet sich das erste Wasserstoffatom. Kinetische Energie der Elektronen reicht nicht aus, um vom Atomkern wegzufliegen. Es bilden sich die ersten Wasserstoffatome. Und über die Bildung der ersten Wasserstoffatome haben wir sehr viel gelernt. Über die Metrik und die Kosmologie des Universums. Dann sehen Sie hier zwischen 400.000 Jahren nach dem Urknall und 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall diesen schwarzen Fleck. Dort haben wir bisher keine Objekte gefunden. Wir haben geschaut mit allen Teleskopen doppelt so lange. Also wir stehen hier und gucken natürlich hierher. Aber die Galaxienentstehung, die beginnt oder endet hier plötzlich. Und hier haben wir bisher keine Sterne gefunden, also nichts gefunden. Wir wissen nicht, was drinsteht. Man vermutet, dass in dieser sogenannten Dark Zone etwa 20 supermassive schwarze Löcher, supermassive Sterne stehen, die normale Sternentwicklung machen. Sie wissen, Sterne bauen Elemente auf, bis zu Eisen. Wenn sie kollabieren, alle schweren Elemente, Millisekunden, Uran, alle schweren Elemente. Weil diese ersten Galaxien, die 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall entstehen, bereits Metalle haben. Die ESO baut gerade ein 40-Meter-Teleskop. Es wird in 5 bis 10 Jahren fertig sein. Und dann wird man schauen können, was ist in diesem dunklen Bereich. So, dann geht's los mit dieser Entwicklung. Instantan, 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall, entstehen Galaxien. Eine Galaxie besteht aus Hunderten von Milliarden Sternen. Und diese Galaxien, wenn Sie das sich hier mal anschauen, Sie sehen, es werden immer weniger. Warum werden es immer weniger? Weil es eine starke Kraft gibt im Universum, und das ist die Gravitation. Und Gravitation führt dazu, dass Galaxien zusammenstoßen. Ein ganz normaler, für die Menschheit aber tödlicher, Prozess im Universum. Galaxien-Galaxien-Zusammenstöße, die werden immer schwerer und die Leerräume zwischen den Galaxien werden immer größer. Und dann sehen Sie auch angedeutet, was wir alle schon wissen, die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, dass das Universum nicht nur konstant größer wird, das wissen wir seit Hubble 1929,
Aber wir wissen seit 2003, dass das Universum beschleunigt expandiert. Es hat schlimme Folgen für die Entstehung von Sternen in der Zukunft. Darauf werde ich aber nur ganz kurz eingehen. So, was Sie hier sehen, eben, das ist das, was wir bisher erforscht haben, mit Hilfe von elektromagnetischer Strahlung. Das geht also im Optischen, ging das los. Jetzt haben wir Radioteleskope, wir haben Sonden, wir haben Gammateleskope. Und in diesen Galaxien gibt es 100 Milliarden Sterne, in unserer auch. Die Hälfte von diesen Sternen sind Doppelsternsysteme. Und wenn diese Doppelsternsysteme, wenn die ihre Kernfusion abgeschlossen haben, dann entstehen zwei Neutronensterne oder zwei massive schwarze Löcher. Und die umkreisen sich. Und wenn die sich umkreisen, entstehen Gravitationswellen. Okay? Also das Universum prasselt voller Gravitationswellenemissionen. Ja? Wir müssten eigentlich nicht nur diese elektromagnetische Strahlung sehen, sondern wir müssten auch hören und sehen, hören und fühlen können, wie sich die Längen zwischen uns ändern. Das Universum ist voll. Also unsere eigene Milchstraße nochmal hat 50 Milliarden Doppelsternsysteme, die machen alle Gravitationswellen. Bisher haben wir 5 entdeckt. So, Gravitationswellen werden ausgesandt, das habe ich gesagt, wenn sich zwei Massen umkreisen. Immer wenn sich zwei Massen umkreisen, entstehen Gravitationswellen. Sie werden aber auch ausgesandt, wenn das Universum ganz am Anfang, 10 hoch minus 30 Sekunden nach dem Urknall, wenn es sich ausdehnt, das nennt man die inflationäre Phase des Universums. In dieser inflationären Phase des Universums werden auch Gravitationswellen ausgesandt. Zum Schluss des Vortrags zeige ich Ihnen, wie stark die sind und wie lange die im Universum anhalten. Selbst wenn die Galaxien verschwunden sind, hören wir immer noch den Sound der inflationären Phase des Universums. Und sie entstehen auch bei Supernova-Explosionen. So, so viel dazu. Jetzt muss ich Ihnen kurz was sagen zu diesem Energiefleckenteppich 400.000 Jahre nach dem Urknall. Das ist die Emission von Wasserstoffatomen, wenn sie entstehen. Sie wissen, ein Wasserstoffatom hat einen Kern, dann kann ich ein Elektron auf eine höhere Bahn heben, dann fällt es herunter und dann wird ein Lichtteilchen, ein Photon emittiert. Und dieses Photon hat eine bestimmte Energie. Das sind 10,16 Elektronenvolt von der K auf die L-Schale, hier beim Wasserstoffatom. Und man erwartet, wenn ich die ersten Wasserstoffatome im Universum bilde, dass alle Photonen die gleiche Energie haben. Und man erwartet eine perfekte Planck-Strahlung. So, wie gesagt, diese Energieübergänge in den Atomen, Beispiel Wasserstoffatom, die kennen wir und die haben einen bestimmten Wert. Wenn ich alles aufsummiere, erwarte ich eine perfekte Planck-Strahlung und ich erwarte, dass dieser Fleckenteppich, den ich Ihnen gezeigt hatte, eine Farbe hat. Grün, blau oder schwarz, was immer Sie wollen. Aber der Fleckenteppich sieht so aus. Es gibt Photonen, das sind die blauen Photonen, die haben plötzlich etwas mehr Energie, als sie eigentlich haben sollten, wenn das Elektron von der K auf die L-Schale herunterfällt. Und dann gibt es die roten Photonen, die haben etwas weniger Energie. Temperaturunterschied ist wirklich klein, 10 hoch minus 5. Ja? 10 hoch minus 5, aber kann man messen. So, wie kann man das erklären? Man kann es nicht wirklich erklären, es gibt nur eine Möglichkeit, um das zu erklären. Man legt unter dieser Emission von diesen Wasserstoffatomen etwas, was man dunkle Materie nennt. Und diese dunkle Materie hat Gravitationstäler, Gravitationsberge. Und wenn so ein armes Photon in einem Tal sitzt, dann braucht es erstmal etwas Energie, damit es herauskommt. Und dann kommt es beim Beobachter mit etwas weniger Energie an. Wenn es vom Berg herunterfällt, hat es etwas mehr Energie. Und deswegen ist es blau. Das ist postuliert, dass es dunkle Materie im Universum gibt. Bereits 1940 hat Fritz Zwicky vorhergesagt, durch Beobachtung von Galaxienhaufen, dass sich die Galaxien viel zu schnell bewegen. Er hat gesagt, da muss noch etwas sein, was wir nicht sehen. Also ich sehe normale Materie, ja, ich kann sie anfassen, das ist baryonische Materie. Kann ich alles, was ich anfassen kann. Dunkle Materie kann ich nicht sehen. Sie wechselwirkt nicht mit uns wirklich, aber sie muss da sein. Sonst wären auch die Rotationskurven von allen Galaxien nicht so, wie wir sie kennen.
So, wie auch immer. Deswegen gibt es diesen Fleckenteppich. Daraus haben wir sehr viel gelernt. Wir haben daraus gelernt, das ist für die Gravitationswellen wichtig, dass unser Universum in zwei Dimensionen flach ist wie ein Blatt Papier. Wenn ich da ein schwarzes Loch drauf lege, gibt es eine kleine Einbeulung, beim Stern ein bisschen weniger. Und diese Gravitationswellen, das ist so eine wellenförmige Bewegung auf diesem Blatt. Ja? Also das stört etwas die glatte K gleich 0 Metrik des Universums, die wir kennen. So, jetzt nerve ich Sie nicht weiter mit diesen Geschichten aus der Frühphase des Universums, aber gehen wir weiter in der Zeit. Also ich versuche mich jetzt zu nähern zum Zeit T gleich 0 heute in der Sternwarte Sonneberg. Und da sehen wir 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall die entferntesten Galaxien. Das ist eine Aufnahme des Hubble Space Teleskops, 10 Tage. Das zeigt die entferntesten Galaxien. In diesem Bild ist nur ein einziger Stern, Vordergrundstern. Alles andere, was Sie sehen, sind Galaxien in 1 Milliarde Lichtjahre Entfernung nach dem Urknall. Oder wenn Sie von hier aus gucken, von unserer Erde, von der Sternwarte Sonneberg, in 13 Milliarden Lichtjahren Entfernung. So. Und das sieht unspektakulär aus. Aber es sind die entferntesten Galaxien im Universum, die wir kennen. So, gehen wir weiter in der Zeit zurück. Wir sind immer noch im Teil 1 bei der elektromagnetischen Strahlung. Wenn sich so eine Galaxie bildet, dann gibt es eine Phase von Galaxien, die ist relativ kurz, nämlich wenn das schwarze Loch beginnt, Materie zu fressen. Die Phase ist etwa nur 100 Millionen Jahre groß lang. Dann sehen Sie, dass der Kern sehr hell wird. Dann haben Sie auf einem Gebiet 10-mal Entfernung Erde-Mond, 10 Lichtsekunden, haben Sie den Energieausstoß von 10 hoch 15 bis 10 hoch 18 Sonnenleuchtkräften. Ja? Sie müssen 10 hoch 18 Sonnen auf ein Gebiet packen, auf eine Entfernung 10-mal größer Entfernung Erde-Mond, um diese Energieerzeugung in diesen aktiven Galaxien, Quasaren zu erklären. Das Ganze hält so für 100 Millionen Jahre an. Das Weltall, haben Sie gesehen, ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Dann hat das schwarze Loch alle Materie aufgefressen, die Gravitation der Sterne außerhalb verhindert, dass weite Materie einfallen kann. Ja, aktive Galaxien. Dann im Universum, wenn Sie sich weiter bewegen, gibt es nicht nur einzelne Galaxien, es gibt auch sogenannte große Galaxienhaufen. Da steht im Zentrum eine massive Galaxie, die dominiert durch ihre Gravitation die Bewegung der sie umkreisenden Galaxien. Diese Galaxie im Zentrum ist meistens elliptisch. Warum ist sie elliptisch? Weil sie betreibt Galaxienkannibalismus. Die frisst andere Galaxien auf, wird immer schwerer, hat immer mehr Masse und dominiert immer mehr die Bewegung dieser sie umkreisenden Galaxien. So. Auch das sehen wir elektromagnetisch. Dann lassen Sie uns eine Galaxie anschauen, weil es wichtig für Gravitationswellen, was gleich kommt. Sie haben im Zentrum eben einen dichten Kern und haben 100 Milliarden Sterne in Milliarden von Galaxien im Universum. Und das Einzige, was ich eben sagen will, ist, die Hälfte davon sind Doppelsterne. Und die Hälfte davon wird irgendwann aufhören und wird enden in Neutronensterne oder schwarze Löcher. Und die machen dann Gravitationswellen. So, das wissen wir aus der Beobachtung im elektromagnetischen Spektralbereich. Das ist auch ein normaler Vorgang im Universum. Galaxien stoßen zusammen. Es gibt zwei Kräfte im Universum, die die Entwicklung bestimmen. Das eine ist die Gravitation. Gravitation zieht Galaxien an. Und die Gravitation wird es auch noch die nächsten 5 bis 10 Milliarden Jahre tun. Der Gegenspieler ist etwas, was wir auch nicht verstehen, aber wir haben einen Namen dafür. Das ist dunkle Energie. Dunkle Energie führt vermutlich dazu, dass das Universum beschleunigt expandiert. Das hat zur Konsequenz, dass zum Beispiel in 5 Milliarden Jahren die Sternentstehung im Universum aufhört, weil diese interstellaren Wolken, die Sie kennen zum Beispiel vom Orionnebel, da entstehen gerade Sterne,
Die Teilchen sind so weit entfernt, dass diese Wolken nicht mehr zusammenfallen können. Die potenzielle Energie reicht nicht mehr aus, damit neue Sterne entstehen. So in 5 Milliarden Jahren wird aufgrund der beschleunigten Expansion des Universums werden keine neuen Sterne mehr gebildet werden. Dann haben Sie die O-Sterne, die 100 Sonnenmassensterne, die leben noch für 3 Millionen Jahre. Die M-Sterne leben noch mal 15 Milliarden Jahre. Aber die schlechte Nachricht jetzt ist, in 20 Milliarden Jahren geht das Licht im Universum aus, aufgrund der beschleunigten Expansion des Universums. So, kommen wir näher heran. Ich bin gleich fertig mit Teil 1. Das ist unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, 2 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Bild, was Sie hier sehen, ist das Licht, was wir hier sehen, ist ausgesandt worden, als die ersten Menschen auf der Erde entstanden sind. Also wir sehen hier auch ein Bild in der Vergangenheit, obwohl wir schon relativ nah sind. Jetzt an der Sternwarte Sonneberg. Und dann die Andromeda-Galaxie hat eine schlechte Eigenschaft. Sie ist doppelt so schwer wie unsere Milchstraße. Nun, weil im Moment Gravitation und dunkle Energie sich noch die Waage halten, werden wir angezogen von der Andromeda-Galaxie mit 240 Kilometer pro Sekunde. Das führt dazu, dass in etwa 4 Milliarden Jahren wir mit der Andromeda-Galaxie zusammenstoßen. Gibt es keinen Zweifel. Dunkle Energie hilft uns da noch nicht weg. Dieser Zusammenstoß wird kommen. Und dann kann man simulieren. Das zeige ich Ihnen hier. Sie sehen Andromeda-Galaxie und unsere Galaxie zusammenstoßen. Und was passiert bei diesem Zusammenstoß ist, es gibt keine Stern-Stern-Zusammenstöße. Die Abstände zwischen den Sternen sind so groß, dass die Sterne nicht stoßen. Aber was passiert ist, dass die Morphologie von allen beiden zerstört wird. Das heißt, alle schönen Sonnensysteme mit ihren Planeten, wie unser Sonnensystem, werden durch Gezeitenkräfte zerrissen. Die Planeten verlieren ihre Sonnen, sie verlieren ihre Energiespender. Unsere Erde landet irgendwo im Spiralarm von Andromeda ohne Sonne. Das ist tödlich für das Leben, wie wir es kennen, auf der Erde. Also wenn es so Kohlenstoffformen in beiden Galaxien gibt, dann ist da erstmal Ruhe, ist erstmal Schluss. Das ist eine Konsequenz von Galaxien zusammenstößen. So, kommen wir zu unserer Milchstraße. Andromeda war 2 Millionen Lichtjahre weg. Unsere Milchstraße hat 100 Milliarden Sterne und hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Und wir befinden uns genau hier. In einer exzellenten Position in der galaktischen Scheibe. Also wenn Sie das Mittel nehmen, dann sind wir nur etwa 10 Lichtjahre über der galaktischen Scheibe. Schöner Ort im Universum, um zu leben. Ja? Und wir sind 25.000 Lichtjahre entfernt vom Zentrum unserer Milchstraße. Muss 2 Minuten verwenden aufs Zentrum unserer Milchstraße, bevor ich zu Gravitationswellen komme, weil der einzige Beweis, dass es schwarze Löcher im Universum gibt, kommt aus diesen Beobachtungen, die seit 28 Jahren am Max-Planck-Institut bei uns in der Gruppe von Herrn Genzel gemacht werden. Was man misst die Bewegung von Sternen um ein schwarzes Loch, was ich nicht sehen kann. Und aus der Geschwindigkeit und aus dem Abstand jedes Sterns kann ich berechnen, wie viel Masse muss da drin sein, damit diese Sterne sich genauso schnell bewegen. Und das Ergebnis ist, man hat 3 Millionen Sonnenmassen innerhalb von 3 Lichtstunden. 3 Lichtstunden ist die Entfernung Sonne bis zum Neptun, die Größe unseres Sonnensystems. Wenn Sie 3 Millionen Sonnenmassen packen auf die Größe des Sonnensystems, dann ist die Dichte größer als die von Neutronensternen. Oh, was folgt? Größer als Neutronenstern ist ein schwarzes Loch. So, diese Forschung am Max-Planck-Institut haben gezeigt, dass es schwarze Löcher gibt, und zwar eins im Zentrum unserer Milchstraße. Es wird jetzt noch was anderes kommen. Es gab 2017 die erste erfolgreiche Beobachtung von etwas, das nennt man Event Horizon Teleskop. Damit versucht man wirklich ein Bild zu machen vom schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie. Ja. Müssen Sie sich so vorstellen, der Durchmesser von so einem schwarzen Loch ist etwa nochmal 10 Lichtsekunden, 10 mal Entfernung Erde-Mond. Und das müssen Sie räumlich auflösen auf eine Entfernung von 25.000 Lichtjahren. Das heißt, Sie brauchen
eine Flächenauflösung von 10 hoch minus 6 Bogensekunden. Eine Bogensekunde ist ein 3600stel eines Grads und dann davon nochmal ein Millionstel. Diese Auflösung wird geschafft, indem Sie alle Radioteleskope, also die stärksten Radioteleskope auf der Erde, zusammenschalten mit dem ALMA-Teleskop. Das ist sehr wichtig, weil es sehr viel Signal bringt und damit gute Bilder liefern kann. Und es gab die erste erfolgreiche Beobachtung im April 17 und wir erwarten die ersten Bilder 2019. Das ist ein Bild nach Einstein, Simulation von Andreas Müller. Schwarzes Loch ist deswegen schwarz, weil es gibt hier einen sogenannten Schwarzschildradius. Und wenn Sie unter dem Schwarzschildradius fallen, kommen Sie dann immer raus. So, wenn Sie vorhaben, demnächst, Martin, wenn du ein Haus bauen willst, dann baust du es unter dem Schwarzschildradius und du lädst deine Gäste zum Adventskaffee ein, die bleiben für immer. Also baut außerhalb. Sonst kommt ja dann immer raus. Das ist ein Bild nach Einstein. Es muss eben schwarz sein, es kommt nichts mehr raus. Und was Sie hier sehen, ist Materie, die umkreist das schwarze Loch. Diese einsteinsche Theorie, und das hat Einstein auch selbst gesagt, hat einige Nachteile. Ein Nachteil ist, dass ich zum Beispiel, dass es Gebiete im Universum gibt, wo ich nicht hineinschauen kann. Ja, das ist jetzt etwas unangenehm, aber okay, geht noch. Aber das andere ist, wenn Materie ja einfällt ins schwarze Loch, dann erreicht sie Lichtgeschwindigkeit. Nach Einstein kann ich nichts auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Das zweite ist, dass die Singularität im Zentrum des schwarzen Loches unendlich wird. Das heißt, es gibt Singularitäten in der einsteinschen Theorie, die er immer versucht hat zu vermeiden, es aber nie geschafft hat. Deswegen gibt es Gruppen auf der Welt, die versuchen, diese Singularitäten zu verhindern. Dass man ins schwarze Loch reinfallen kann, aber auch wieder rausfallen kann. Und eine Theorie, die international wirklich als einzige in allen White Papers ist, für das Event Horizon Teleskop oder auch für das Athena Röntgen Teleskop, was 2028 kommt, ist die Gruppe um Walter Greiner in Frankfurt, der herausragendste theoretische Physiker der Nachkriegszeit, leider am 5. Oktober 2016 verstorben. Aber Greiner hat 2009 eine neue Theorie gemacht und hat die Theorie zusammen mit seinem Kollegen Peter Hess so modifiziert, dass diese Singularitäten verschwinden. Also eine Theorie, so wie Einstein sie immer haben wollte. Und er hat 2009 zu mir gesagt, waren wir mal kurz auf einer Konferenz, weiß ich nicht, Thomas, es ist wichtig, dass man solche Theorien testen kann. Jetzt kümmere dich mal drum. Und da haben wir mit Peter Hess, Thomas Schönbach, mit Andreas Müller bis 2014 gearbeitet und wir haben Bilder simuliert, wie ein schwarzes Loch aussieht nach der modifizierten Theorie. Gehen wir mal kurz zurück. Hier ist alles schwarz. Ja? In diesen simulierten Bildern, die sehen anders aus. Da haben wir zum einen die äußere Scheibe. Okay, die ist auch wie bei normalen schwarzen Löchern, aber dann gibt es plötzlich einen schwarzen Ring. Da haben wir eine Null-Emission, einem Abstand von 1,7 gravitativen Radien im schwarzen Loch. Kommt nichts raus. Und plötzlich wird darunter die Scheibe nochmal hell. Ich sehe nochmal Emissionen. Ja? So. Und das ist neu in dieser verbesserten Einsteinschen Theorie nach Greiner und Hess. Wir haben einen inneren schwarzen Ring, wir haben einen inneren weißen Ring, wir haben keine Singularitäten mehr. Und das Schöne ist, ich zeige den Plot nicht, aber wenn Sie einen Intensitätsschnitt machen, von dem, von Materie, was Sie sehen können, dann gibt es von außen nach innen, dann gibt es einen Faktor von 100 zwischen Einstein und der Greinerschen Theorie. Die Bilder sind aufgenommen. Sie wissen, im Internet wird viel spekuliert und die Vorhersagen oder was man hört im Internet ist, es gibt einiges bei diesen Bildern, was man wahrscheinlich nicht mit Einstein erklären kann. Und es wird, nee, sage ich jetzt nicht, sage ich, wenn es bestätigt ist, aber ich sage, dass wir unsere Ergebnisse gerade nochmal zusammenfassen. Wir werden Unterschiede sehen. Ich weiß nicht, ob Greiner recht hat, aber wenn er recht hat, wäre es genial. Falls Greiner recht hat, dann wird nicht nur der Name Frankfurt fallen, dann fällt auch der Name Neuenbau. Walter Greiner wurde 1935 in Neuenbau geboren.
und zwar hier in diesem Ort, in diesem Haus, 400 Meter entfernt von meinem Elternhaus. Meine Eltern wohnen noch da. Mein Vater ist heute hier im Publikum. Meine Mutter konnte leider nicht kommen. Dann wird auch der Name Neuenbau fallen, falls keiner recht hat. Und dann muss ich zeigen, das ist ein Bild von meinem Opa 1940. Neuenbau hat sich nichts geändert. Ja, es sieht immer noch so aus wie 40. Immer Wald, ein paar Häuser. Martin hat vielleicht noch ein paar gebaut. Schön ist es, aber weiß nicht, es ist immer noch die gleiche Landschaft mit vielen Bäumen und den gleichen Häusern. Und das kann mich, tut mir leid, Manfred, ich muss es jetzt zeigen. Das ist ein Bild von Walter Greiner hier mit meinem Vater 47 vor unserem Haus. So, also hoffen wir mal, schauen wir mal, was rauskommt. So, wir sind jetzt hier in unserem Sonnensystem auf der Erde, 3 Lichtstunden, und wollen Gravitationswellen beobachten. Nur mal kurz zu unserem technischen Fortschritt, bevor ich jetzt zum Gravitationswellenvortrag noch kommen darf. Herr Kroll, darf ich noch? Wenn wir mit dem Flugzeug zu Jupiter fliegen wollen, mit 1000 Kilometer pro Stunde, dann schaffen wir das in 60 Jahren. Hat den Vorteil, Sie müssen nur ein One-Way-Ticket kaufen. Ist zum nächsten Stern 4 Millionen Jahre. Ja, also die schnellste Raumsonde, die wir je gebaut haben, die Voyager-Sonde, hat Jupiter nach 1,5 Jahren erreicht. Erreicht den nächsten Stern Alpha Centauri. Herr Lesch war da. Sie kennen Alpha die Sendung. Ich kenne alle die Sendung Alpha Centauri. In 70.000 Jahren erreicht Voyager Alpha Centauri in 4 Lichtjahren Entfernung. Und das ist ein Doppelsternsystem. Es ist unwahrscheinlich, dass dort Menschen leben. Aber wenn dort Menschen leben, dann in 70.000 Jahren finden sie die Sonde, schicken uns eine WhatsApp-Nachricht. Hey, wir haben eine Sonde. Da dauert es 4 Jahre, bis das WhatsApp hier ankommt. Und wir schreiben zurück, juhu, wir freuen uns auch. Das ist die Kommunikationszeitskala zum nächsten Stern. Okay, wir sitzen hier auf der Erde und jetzt wollen wir Gravitationswellen detektieren. Und das tun wir jetzt. Kurze Einstimmung. Was Sie hier sehen, sind zum einen zwei Massen, die sich umkreisen. Immer wenn sich zwei Massen umkreisen, werden Gravitationswellen emittiert. Sie stören die Raumzeit. Erkläre es gleich. Was Sie dann sehen, ist das Zusammenkommen, das Mergen. Und was Sie auch sehen, ist dann, dass elektromagnetische Strahlung im zweiten Teil weggeblasen wird. Wir haben bisher 5 Gravitationswellen-Events detektiert. Aber nur eines zeigt diesen zweiten Teil, was hier in dieser Animation gezeigt wird, dass wirklich auch 10% der Materie von 2 verschmelzenden Neutronensternen, wo ich nur Neutronen habe, 10% plötzlich Atome noch irgendwo draufliegen müssen, die Gravitationswellen machen. Aber in einem Event 2017 ist gelungen. Ich lasse den Film noch einmal laufen. Also das ist alles richtig, ja? Gravitationswellen entstehen. Und dann in einem Fall von 4 haben wir den zweiten Teil auch gesehen. Was sind Gravitationswellen? Gravitationswellen wurden 1916 von Einstein vorhergesagt im Rahmen seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Und er hat sie 34 widerrufen, weil er gesagt hat, das Signal ist so schwach, das werden wir nie detektieren können, die Menschheit. Aber es ist in der allgemeinen Relativitätstheorie drin. Was sind Gravitationswellen? Es sind Änderungen in der Raumzeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Ich habe es vorhin kurz angedeutet, eigentlich ist das Universum flach wie ein Blatt Papier in 2 Dimensionen und es dehnt sich für immer aus, unendlich, mit beschleunigter Geschwindigkeit. Und wenn Sie jetzt 2 Massen da umkreisen lassen, dann gibt es so leichte Wellenbewegungen auf dem Blatt. Die sind winzig klein, aber es gibt sie. Ja? Also dieses schöne flache Blatt Papier, was Sie aus anderen Vorträgen vielleicht kennen, wird gestört durch die Summe aller Gravitationswellen. Und diese rufen Längenänderungen
relative Längenänderungen hervor, die sind klein, also Delta L durch L. Nehmen Sie irgendeine Länge, sagen wir 1 Kilometer, dann ändert sich das um 10 nach minus 18 bis 10 nach minus 21 bezogen auf diesen 1 Kilometer Länge. Ich habe es hier nochmal hingeschrieben, eine Strecke von 1 Kilometer, das ist die Länge der Gravitationswellendetektoren, die wir haben auf der Erde, ändert sich um 10 nach minus 20 Zentimeter. Das muss man erstmal können und glauben. Das heißt auch für uns hier, dass die Streckung jedes Zoombarchers für die Aufzeichnung Sonneberger eine Größenordnung hat von 10 nach minus 23 Zentimeter. Also ich werde ständig hier so gestreckt, gestaucht, dann wieder gestreckt, gestaucht, gestreckt, wir alle. Mit einer Längenänderung von 10 hoch minus 23 Zentimeter. Und die Frequenz, mittlere Frequenz, etwa 500 Hertz. Das heißt, ich könnte sie eigentlich hören. Wenn die Gravitationswellen, die jetzt hier durch den Raum laufen, könnte ich jeden von Ihnen, wenn ich ganz nah rangehe, könnte ich hören, wie sie schwingen mit 500 Hertz. Ja? Machen Gravitationswellen. Das zweite ist dieses Bild hier, die bleiben nicht ewig stehen. Wenn zwei massive schwarze Löcher oder kompakte Objekte sich umkreisen, dann werden Gravitationswellen abgestrahlt, das sehen Sie hier. Sie ändern die Metrik des Raums. Um das zu schaffen, muss Energie abgeführt werden. Das ist bei zwei Pulsaren, die man als Taylor-Pulsare nennt, sind das 10 hoch 40 Watt. Das sind 10 hoch 47 Erg pro Sekunde. Das sind 10 hoch 14 Sonnenleuchtkräfte, die abgestrahlt werden. Das ist hier ein Bild von diesen Hals-Taylor-Pulsaren. 65 beobachtet, 85 gab es den Nobelpreis dafür, sehen hier die Referenz. Weisberg und Huang haben es 16 veröffentlicht, das Bild wurde nochmal sehr verbessert von Andreas Müller und Sie sehen, dass die Bahnperiode immer schneller wird im Laufe der Zeit. Dafür gab es 85 den Nobelpreis und das war der erste Beweis, dass wenn sich zwei massive schwarze Löcher umkreisen, die immer schneller werden, das konnte man nur erklären, durch die Existenz von Gravitationswellen, Hals-Taylor-Pulsare. Auch die Erde und die Sonne umkreisen einander, aber keine Angst, die Energie, die abgestrahlt wird, ist 120 Watt. Ja, also das führt nicht dazu, dass die Erde und die Sonne sich jetzt wirklich in der Lebenszeit von, sagen wir mal, 10 oder 100 Jahren sich wirklich annähern. Gravitationswellen entstehen immer. Und wenn ich den Martin mal bitten darf, guck mal her, Martin. Jeder kann Gravitationswellen machen. Martin, komm her, wir machen jetzt nur das Kreisen, kein Merchen. Bitte. Wenn wir uns bewegen umeinander, emittieren wir Gravitationswellen. Spüren Sie es? Nee, können Sie es? Ist zu klein. Ja? So. Also, jeder kann Gravitationswellen zu Hause machen. Wenn Sie noch ein Geschenk brauchen für Ihre Frau zu Weihnachten, machen Sie Ihre eigenen Gravitationswellen. Jeder kann es. So, das ist nochmal eine Darstellung, das ist eine wirklich gute Darstellung von Gravitationswellen. Sie haben hier zwei massive schwarze Löcher, die sich umkreisen, die kommen sich dann immer näher, dann kommt es zum Merger und aus diesen zwei schwarzen Löchern wird ein schwarzes Loch. Ja? So, und das hier ist die Änderung, wie stark sich der Raum verzerrt, periodisch. Das ist ja dieser Strain, heißt das, also in Einheiten relativer Längenänderung von 10 nach minus 21. Und Sie sehen, das ist hier so eine Sinuskurve am Anfang, die wird dann immer schneller und wird auch immer größer in der Amplitude und beim Merger hat sie ihr Maximum. Und wenn das alles verschmolzen ist, habe ich keine zwei Massen mehr, die sich umkreisen, sondern nur noch ein schwarzes Loch und dann werden auch keine Gravitationswellen mehr emittiert. Deswegen geht das Gravitationswellensignal hier auf Null. Das heißt, was Sie hören werden, ist eine Frequenz mit einer bestimmten Amplitude, einer bestimmten Frequenz, die dann immer höher wird und dann abbricht. Also wir werden auch Gravitationswellen hören können. Die Erde, die Gravitationswellendetektoren fühlen Gravitationswellen. Sie fühlen, dass sich ein Arm des Detektors um 10 hoch minus 20 Zentimeter verkleinert und verlängert, periodisch. Ja. Aber man kann es auch hören, wenn Sie da ein Mikrofon dran halten an diesen Arm, 1 Kilometer Länge, dann hören Sie, wie der schwingt. Und das ist der Gravitationswellendetektor, der das erste Signal von Gravitationswellen aufgenommen hat.
Das heißt LIGO und besteht aus zwei diesen 4 Kilometer senkrecht zueinander angeordneten Armen. Einer steht in Hanford, USA. Ein paar tausend Kilometer entfernt steht einer in Livingston, Louisiana. So. Und auf diesen 4 Kilometern ändert sich ein Arm, je nachdem wie die Gravitationswelle durch die Erde läuft, um 10 auf minus 20 Zentimeter. So, jetzt sage ich Ihnen, wenn Sie früh aufstehen aus dem Bett, dann hört LIGO, dass Sie aufstehen. Wenn eine Welle an der Nordsee aufschlägt, hört es LIGO. Wenn ein Schmetterling in Tokio Flügel schlägt und ein Erdbeben in den USA auslöst, hört es LIGO. Ich will nur sagen, es gibt ein Erdrauschen, was enorm ist. Und dieses Erdrauschen muss man eliminieren. Und unter diesem Rauschen befindet sich das eigentliche Gravitationssignal. Das ist die Herausforderung, die man auf der Erde sich stellen muss und die man technisch lösen muss. Es wird 32 einen Satelliten geben, ELISA, wo man 3 Satelliten im Orbit hat, 1 Million Kilometer Entfernung, und dann kann man mit Lasern den Abstand messen zwischen den Satelliten. Wie gesagt, mit dem LIGO-Detektor hat man die ersten Gravitationswellen gefunden. Und das war die Sensation 2015, am 14.09.2015, hat der in Hanford, die zwei Arme haben angeschlagen. Das ist die Zeit hier, die Sie sehen. Wir sehen immer nur die letzten, also bei diesem Ereignis, die letzten 0,76 Sekunden. Natürlich umkreisen sich diese schwarzen Löcher 10.000 Jahre. Aber was wir hören auf der Erde mit unseren Detektoren, sind die letzten 0,7 Sekunden vorm Verschmelzen. Ja, wenn es gerade noch am höchsten wird, die Amplitude, dann hören wir das. Und in Livingston, das ist ein paar tausend Kilometer entfernt, hat man mit der entsprechenden Millisekunden Zeitverzögerung auch ein Signal detektiert, was gut ist. Mit zwei unabhängigen Detektoren sehe ich plötzlich das gleiche Ereignis. Wenn man das zusammenschiebt, sehen Sie, dass das perfekt matcht hier. So, sehen hier, die Amplitude steigt an und dann fällt es wieder ab. Die Frequenz, das sind schwarze Löcher mit Sonnenmassen von 30 bis 40 Sonnenmassen. Bei diesen Sonnenmassen haben Sie Frequenzen zwischen 35 und 250 Hertz. Wenn Sie zu 10 hoch 6 Sonnenmassen schwarzen Löchern gehen, das sind die schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien, die haben eine Frequenz von 10 hoch minus 20 Hertz. Das können wir nicht hören mit unseren Ohren. Das können auch die Gravitationswellendetektoren, die wir haben jetzt, die wir in den nächsten 100 Jahren haben, nie hören. Ja, da ist noch viel, viel Arbeit. Man hat ausgerechnet, dass es Zusammenstoß von zwei schwarzen Löchern gibt, 29 und 36 Sonnenmassen. Wenn Sie das aufaddieren, kommt, glaube ich, 64 Sonnenmassen raus. Die Masse des gemergten schwarzen Loches ist aber nur 60 Sonnenmassen. Das heißt, 3 Sonnenmassen werden als Gravitationswellen abgestrahlt. Hier ist nochmal diese relative Längenänderung aufgezeichnet, wie Sie sehen. Und das ist der Überblick über alle Gravitationswellen, die wir heute detektiert haben. Das war die erste Entdeckung am 14.09.2015. Sie sehen hier die Zeitskala, das waren 0,76 Sekunden. Dann gab es im Oktober, am 12. Oktober 2015, nochmal ein Event, was als weniger signifikant eingestuft wurde. Dann am 26.12. wieder ein sehr starkes Event, das längste, fast 2 Sekunden. Am 4.01.2017 wieder ein Gravitationswellen-Event detektiert, über 3 Sigma mit LIGO. Und am 14. August 2017 gab es ein Event, wo sowohl die LIGO-Detektoren gesagt haben, okay, ich sehe eine Änderung in meinen beiden Armen, wo aber auch plötzlich unsere Gamma-Satelliten, die wir im Orbit haben, angeschlagen haben. Das erste Mal, dass man nicht nur Gravitationswellen detektiert hat, sondern auch, dass man was sieht, was ich im ersten Teil gesagt habe, was ich sehen kann, Licht, Strahlung. Erste Entdeckung 2014. So, das sind diese 5 Events. Sie sehen hier das von 15 und so weiter. Das Problem, was wir haben,
Es gibt einige Probleme, ich will es nicht verschweigen, mit den Entdeckungen von Gravitationswellen. Aber ein Problem ist, dass kein Mensch hier von den beobachteten Astronomen in der Galaxie Massen von 30 oder 40 Sonnenmassen entdeckt hat. Das kann man mit normaler Sternentwicklung nicht erklären. Schaffen Sie nicht. Was wir detektieren in der Galaxie sind 5 bis maximal 15 Sonnenmassen von schwarzen Löchern. So, warum kommen bei Gravitationswellen nur diese schweren Massen zustande? Wir haben sie bisher nicht entdeckt in dynamisch sich umkreisenden schwarzen Löchern, die wir beobachten können. Das ist unklar. Man glaubt, dass es mit geringer Metallizität gelingt, die Sterne größer zu machen, damit sie nicht unter ihrem eigenen Eigendruck zusammenbrechen. Aber das ist immer noch Spekulation und daran wird gearbeitet. Warum gibt es so große Massen? So, wie auch immer, es gab den Nobelpreis dafür verdient, 2015. Erstentdeckung 2017 gab es den Nobelpreis für Berle Berisch, Kip Thorne und Rainer Weiss. Nobelpreis für die Entdeckung der Gravitationswellen. So, jetzt möchte ich Ihnen noch das letzte Event, was wir detektiert haben, vorstellen. Das ist nicht der Zusammenstoß von zwei massiven schwarzen Löchern, sondern es ist der Zusammenstoß von zwei Neutronensternen. Neutronensterne kennen Sie, ja? Wenn die Sternentwicklung aufhört, entsteht entweder ein weißer Zwerg. Wenn die Endmasse klein ist, 1,4 Sonnenmassen, wie unsere Sonne, wird ein weißer Zwerg, unspektakulär. Wenn die Endmasse zwischen 1,4 und 3 Sonnenmassen liegt, entsteht ein Neutronenstern. Ein Kubikzentimeter eines Neutronensterns hat 7 Tonnen. Wenn Sie den hier losfallen lassen, der fällt durch die Erde durch und kommt wieder hoch. Und alles, was schwerer ist als 3 Sonnenmassen im Endstadium, beim Ende der Sternentwicklung, wird ein schwarzes Loch. Hier haben wir zwei Neutronensterne, die verschmelzen. Und es gab ein Signal mit einem elektromagnetischen Satelliten, der heißt Fermi. Der hat einen Gamma-Ray-Burst, also im hochenergetischen Spektralbereich, ausgelöst. Und es gab ein Gravitationswellensignal. So, und das möchte ich Ihnen hier kurz zeigen. Das hier ist ein Satellit, der detektiert elektromagnetische Strahlung im Gamma-Bereich. Wird von unserem Institut mitgeleitet. Und es gibt ein zweites Gamma-Ray-Observatorium, was auch noch im Orbit ist, wo wir auch Daten empfangen. Und am 17.08.17 war das Ereignis, das ist die Publikation. Und was Sie hier sehen, ist, dass der Fermi-Satellit, der Gammastrahlung sehen kann, hier plötzlich so einen Peak zeigt. Ja, das ist jetzt für Sie, auch für mich, nicht wirklich hoch signifikant. Aber das ist das, was wir täglich im Institut messen. Das sind Gammastrahlenausbrüche. Es wird unterstützt, weil der Integralsatellit, der ein bisschen anderen Energiebereich arbeitet, über 100 kV, auch hier so einen kleinen Peak sieht. Nicht so signifikant wie hier, aber zur gleichen Zeit. Daraufhin hat Andreas von Kienlin, also wir kriegen da automatisch, kriegen wir eine E-Mail, der Dienst hat. Und Andreas von Kienlin von der Gamma-Gruppe hatte Dienst, es war glaube ich 14:45, und hat sein ATEL in die Welt geschickt. Und 10 Minuten später kommt eine E-Mail von den LIGO-Leuten. Unser Gamma-Ray-Detektor ist angeschlagen. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Ich weiß aber, dass die gesamten ESO-Teleskope für 4 Wochen plötzlich geschaut haben, wo ist der elektromagnetische Counterpart, und haben ihn beobachtet. So, und das ist das Gravitationswellensignal, was Sie hier sehen. Das ist die Zeit hier und das ist die Frequenz. Sie sehen hier die letzten -6 Sekunden. Sie sehen, dass die Amplitude der Gravitationswellen, also die Längenänderung von LIGO, klein ist, dann immer schneller und hektischer wird. Dann kommt es zum Verschmelzen und 2 Sekunden später schlagen die Gravitationswellendetektoren an im Orbit. Warum diese 2 Sekunden zustande kommen, ist auch noch unter Investigation, also wird noch untersucht. Ist noch nicht klar, warum es 2 Sekunden nicht und 1,7. Ne? Wird noch dran gearbeitet. So. Und was man gefunden hat im Optischen, ist eine Galaxie, die ist 130 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und da entsteht plötzlich, nach der Detektion, taucht hier was Neues auf, ein neuer heller Fleck, ein neuer Stern oder was immer es ist. Es war davor nicht da. Und das ist der Counterpart zu diesem Gravitationswellen-Event.
Das habe ich schon ein paar Mal gesagt und jetzt will ich es Ihnen auch mal vorspielen. Gravitationswellen kann man auch hören, ja, weil sich die Längen ändern. Das Signal ist verstärkt, alles das klingt nicht wirklich gut für unsere Ohren. Ja, ich mache es trotzdem. Das ist das Event von 2015, 0,76 Sekunden. So, und jetzt spiele ich Ihnen dazu das Event, was Sie hier gerade sehen, von 2017. Kleinere Massen, höhere Frequenz. So klingen zwei verschmelzende schwarze Löcher und zwei verschmelzende Neutronensterne. Ich zeige Ihnen noch ein schönes Bild, was das Ganze sehr anschaulich macht. Gravitationswellen laufen durch die Erde und LIGO sagt, hast du das gefühlt? Und die elektromagnetischen Satelliten sagen, ich habe nichts gefühlt, ich habe es gesehen. Ja? Das ist der Unterschied. Also die Gravitationswellendetektoren fühlen etwas, dass sich die Länge ändert, währenddessen unsere Gamma-Ray-Satelliten im Orbit, die sehen was. Die sehen elektromagnetische Strahlung. Und das ist die Kombination, die ist wirklich einzigartig. Ja? Wenn man beides kombinieren kann. Wir haben nur zwei Möglichkeiten, das Universum zu erforschen. Das eine ist elektromagnetische Strahlung und das zweite sind Gravitationswellen. Wenn beides zusammenkommt, ist es exzellent, um noch viel mehr zu lernen als das, was wir jetzt schon wissen. Das war nochmal das Gravitationswellen-Event. Sie sehen hier, vor dem Event war hier kein Stern oder was auch immer, null. Und dann hat man das beobachtet im UV-Bereich, da sehen Sie einen hellen Fleck hier neu. Es geht über 14 Tage hier etwa diese Zeitskala, dann im Infraroten wird es schwächer, es ist immer noch da. Und im Radiobereich, dann ist es auch noch da. Nach 4 Wochen war der elektromagnetische Counterpart verschwunden. Ja, wenn Sie jetzt alle Events zusammenfassen, von der gesamten Galaxie, dann muss die Metrik des Raums etwa so aussehen. Wir haben so eine Gravitationswellenraupe, nennt man das. Also es wird alles gestreckt, gestaucht, mit der Summe aller Frequenzen. Jede Masse hat ihre eigene Frequenz. Und die Summe von all diesen Gravitationswellen-Events im Universum muss ungefähr so eine Streckung und Stauchung des gesamten eigentlich k gleich null flachen Universums nach Einstein hervorrufen. Ja, was fehlt uns noch auf der Wunschliste? Wir haben noch keine Supernovae entdeckt, sind zu hochfrequent. Mit dem LIGO kann das nicht sehen, nicht spüren. Wir haben keine supermassiven schwarzen Löcher entdeckt, die sind niederfrequent, 10 auf minus 20 Hertz. Haben wir noch keine Detektoren, die das können, ist auch nichts in Planung. Wir haben keine weißen Zwerge und vor allen Dingen, wenn das Universum expandiert, plötzlich nach 10 auf minus 30 Sekunden, dieser gewaltige Expansion des Universums, das macht auch Gravitationswellen, ganz stark. Ich nerv Sie jetzt mit zwei Plots noch und dann ist gut. Und zwar ist das die relative Längenänderung gegen die Frequenz. Also wir sind heute hier. Wir beobachten, was ich Ihnen gezeigt habe, Gravitationswellen, das nennt man A-LIGO O1. Im Moment ist es stillgelegt, soll jetzt im Dezember das hier kommen, A-LIGO. Sie sehen ja, dass das in der Sensitivität etwas tiefer geht und vermutlich wird man durch dann nicht nur ein Event pro Jahr im Mittel beobachten, sondern vielleicht mehr oder 10. Das ist der Wunsch. Ja, Sie sehen, also das ist der Bereich, den wir abdecken können. Und das sind eben nur schwarze Löcher, 10, 20, 30, 40 Sonnenmassen, die verschmelzen und Neutronensterne, 1,4 bis 3 Sonnenmassen, die verschmelzen. Und das können wir mit A-LIGO detektieren. Und das ist in einem bestimmten Frequenzbereich, den wir zum Glück gerade hören können. Ja, deswegen konnte ich Ihnen das vorspielen. Das nächste, was kommt, ist eben ELISA, ein Großprojekt der ESA, was vor 10 Jahren schon genehmigt wurde, wird 32 fliegen. Dann kommen Sie in den Bereich von etwas schwereren schwarzen Löchern in der Galaxie. Sie erreichen noch nicht diese 10 hoch 6 Sonnenmassen schwarze Löcher, die Sie hier sehen. Also ELISA wird noch etwas massereiche Sterne sehen. Sie sehen hier die Empfindlichkeit und was man hier eben sehen kann,
massive schwarze Löcher, aber immer noch in der Galaxie. Und die Zukunftsmusik spielt hier bei Frequenzen von 10 hoch minus 10, 10 hoch minus 8 Hertz. Das sind die 10 hoch 6, 10 hoch 9 schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien. Wie in unserer Galaxie, was ich Ihnen gezeigt habe, 4 Millionen Sonnenmassen, Andromeda auch 4 Millionen Sonnenmassen. M87 wird es auch ein Bild geben mit dem Event-Horizon-Teleskop, 10 hoch 9 Sonnenmassen. Das ist Zukunftsmusik. Also wir sind gerade hier, das können wir detektieren. Wir haben fünf Events gefunden. Das wird 32 kommen und wann wir schwarze Löcher entdecken, ist noch kein Instrument geplant. Ja. So, jetzt wirklich der letzte Plot. Dann haben wir es. Aber das ist wichtig. Schauen Sie hier. Hier ist die Energie, die Gravitationswellen abstrahlen. Und ich möchte auf diese blaue Linie zunächst eingehen. Das sind die Gravitationswellen vom Urknall, wenn das Universum plötzlich expandiert. Das ist eine relativ große Stärke hier, die nimmt schnell ab und wird dann in der Frequenz immer höher und bleibt aber für lange, aber relativ konstant. Ja, das ist etwas, was wir im Universum fast für immer hören werden, wenn wir die Detektoren dazu haben. Das sind die Gravitationswellen vom Urknall des Universums. Dann setzen nach 1 Milliarde Jahre, bilden sich die Galaxien. Und wenn sich die Galaxien bilden, umkreisen sich diese schwarzen Löcher. So, nach 1 Milliarde Jahre setzt dann dieses Geprassel ein von schwarzen Löchern, die sich umkreisen. Nach 4 Milliarden Jahren haben wir ein Maximum von Doppelsternen, die sich umkreisen, weil das Universum sich nach 4 Milliarden Jahren entscheidet, hat genau die richtige Größe, damit diese interstellaren Wolken zusammenfallen können. Wir können heute messen, dass die Sternentstehungsrate 4 Milliarden Jahre nach dem Urknall einen Faktor 100 sich erhöht. Dann muss es ganz laut werden mit Gravitationswellen. Dann schlägt zum Schluss leider die dunkle Energie zu und führt dazu, dass keine schwarzen Löcher mehr zusammenstößen, weil keine neuen mehr entstehen. Und dann wird es irgendwie aufhören, leise zu sein im Universum. So, also die schlechte Nachricht nochmal, jetzt leider für uns alle. In 15 Milliarden Jahren geht das elektromagnetische Licht im Universum aus, es wird dunkel. Das Universum beschleunigt mit kalten, toten Sternen, dunkel für immer. Leben wird erlischen in der Form, wie wir es kennen. Und dann kommen diese Gravitationswellen dazu, ich spiele es Ihnen gleich vor. Das prasselt im Universum im Moment, muss es prasseln ohne Ende, wenn wir die Detektoren hätten. Aber wenn eben auch alle schwarzen Löcher zusammen verschmolzen sind und die Abstände immer größer werden, dann ist das Letzte, was übrig bleibt, was man im Universum noch hören kann, sind die Gravitationswellen vom Urknall. Und damit beende ich jetzt den Vortrag und spiele Ihnen das mal vor. Also Sie werden hören für etwa 10 Sekunden den Urknall. Da hören Sie nur diesen Urknall. Der ist laut und wird immer leiser. Natürlich können wir das hier nicht hören. Ja, ich habe das so in seinem virtuellen Tonstudio auf 25 Spuren simuliert für verschiedene Massen, für die inflationäre Phase, alles transponiert in diesen hörbaren Frequenzbereich. Ja, das können wir nie hören. Aber damit wir einen Eindruck haben, wie das Universum klingen würde, wenn wir es hören könnten. Ich habe auch eingefügt in diese Version, wie viele schwarze Löcher wir ungefähr hören, zu welcher Zeit. Also Sie hören jetzt die Entwicklung des Universums als Funktion der Zeit vom Urknall. Dann hören Sie den ersten schwarzen Loch-Zusammenstoß. Das gibt dieses Chirp-Signal. Dann kommen viele mehr dazu und irgendwann hört es auf. Es ist, nochmal, es ist nicht schön für unsere Ohren, aber so klingt das Universum. Maximum.
letzter Merger gleich. Und jetzt hören wir nur noch die Inflation. Und dann wird es leise. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei meinem Freund und Kollegen Andreas Müller für die Unterstützung und bin froh, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Herzlichen Dank.